Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker. Lena Gerke. Dieser Moment zwischen Dustin und Zoe geht ans Herz. Eva Pattberg teilt süßes Foto von Ehemann Niklas und ihrer Tochter. Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker. 15. März 2022. Lena Gerke teilt rührenden Vater-Tochter-Schnappschuss. Es sind die kleinen Momente, die ans Herz gehen, in Lena Gerkes, 34, Fall ans blaue Herz. In ihrer Instagram-Story teilt das Model Familienmomente der Ruhe mit ihrem Partner Dustin Schöne, 36, und Töchterchen Zoe, 1, ging es für eine kleine Auszeit ans Meer. Dabei ist dieser entzückende Schnappschuss entstanden. Klein Zoe, die am 6. Juli 2 Jahre alt wird und mittlerweile richtig groß geworden ist, schaut verträumt Richtung Meer. Dustin hat sich neben sie gehockt. Vielleicht sind beide ja auf der Suche nach hübschen Steinen, die sie mit nach Berlin nehmen können. Der Kurzurlaub dürfte der GNTM-Gewinnerin von 2006 und ihren Liebsten sicherlich gut getan haben, war es in letzter Zeit doch ziemlich trubelig. Lena hat nicht nur mit ihrem Dustin neue Werbeaufnahmen für ihre Modemarke Leger bei Lena Gerke produziert, sondern sogar zum ersten Mal ihre Gesangskünste im Song Saudade unter Beweis gestellt. 14. März 2022. Eva Pattberg hält besonderen Vater-Tochter-Moment fest. Das Instagram-Profil von Eva Pattberg, 42, ist über und über mit hübschen Modelaufnahmen gefüllt. Selten mischt sich ein privater Schnappschuss darunter. In ihrer Instagram-Story macht die gebürtige Thüringerin nun eine Ausnahme und öffnet das Fotoalbum ihrer Familie. Zum Vorschein kommt ein ganz besonderer Moment zwischen ihrer Tochter, die sie liebevoll Schnuti nennt, und Ehemann Niklas Vogt, 44, die Sonne scheint ihnen ins Gesicht, während Evas Mann im Garten auf einem Klappstuhl sitzt und seine Tochter liebevoll umarmt. Die Dreijährige gibt Niklas einen dicken Schmatzer und hält dabei behutsam sein Gesicht fest. Zu dieser entzückenden Aufnahme schreibt die Moderatorin: jeden Moment aufsaugen. Verständlich. Bei so viel Liebe.